Hallo, Servus und herzlich willkommen zu Wine on Fire. Heute stelle ich euch das Weingut Gebrüder Kauer aus Windesheim vor. Da gibt es zwei verschiedene Sorten vom Weißburgunder. Dazu gibt es passend zur Saison weißer Spargel vom Grill, beziehungsweise eine besondere Variante und ein fettes Steak dazu. Wer Bock drauf hat, bleibt dran. Bis gleich. Hier haben wir diesen, erstmal den normalen Weißburgunder von den Gebrüder Kauer aus Windesheim. Dazu probieren wir gleich gegen den Weißburgunder S. S für die Selektion der Trauben, da kommen natürlich also nur die besten Trauben rein. Jetzt probieren wir erstmal den normalen Weißburgunder. 13% Alkohol haben beide. Sehr schön. Kernobst. Ja. Zum Wohl. Angenehme Säure. Und diese Kombination mit der Säure und der Frucht. Lecker. Sehr gut. Ja. Aber wirklich dieses Kernobst. Wenn man vorstellt und dann mal die Nase reinhält. Lecker. Gebrüder Kauer, Windesheim sind bekannt auch für ihren tollen Weine, tollen Burgunder vor allem. Eher auf Weißwein spezialisiert, aber super. Sehr geil. So. Jetzt, wie gesagt, dieser Weißburgunder S. S für die Selektion. Also die werden echt handverlesen, die Trauben, also nur die besonderen Trauben. Kommen da rein, klar, spiegelt sich nachher auch im Preis, aber auch im Geschmack mit Sicherheit, auch mit Korkverschluss, nicht jetzt wie der normale Weißburgunder mit Schraubverschluss. Oh, da kommt eine ganz andere, eine kühlere Frische, Zitrus, ein bisschen leicht Ananas. Ja, sogar mit Fantasie weiße Blüten. Probieren wir mal. Prost. Bisschen vanillehaltiger Anklang sogar. Oh, angenehme Säure. Aber extrem vielfältige Aromen. Den habe ich schon ein bisschen früher aufgemacht, mit dem Kork. Ich muss jetzt nicht so atmen wie im Rotwein, aber diese zunehmende Luft tut dem extrem gut. Da kommt der, entfaltet er sich noch mehr. Das merkt ihr dann nachher im Abgang, wenn ihr den am Gaumen dann habt. Sehr schöner Wein. Sehr gut. Okay. Zu dem tollen Weißburgunder aus dem Weingut Gebrüder Kauer aus Windesheim haben wir jetzt hier einen knapp 440 Gramm Rumpsteak von dem Metzger meines Vertrauens bzw. der Bivothek. Zu der Bivothek gibt es im nächsten Video ein bisschen mehr Details. Freut euch aufs nächste Video. Das schöne Stück Fleisch habe ich jetzt aus dem Kühlschrank schon ungefähr eine Stunde, bevor ich es jetzt auf den Grill lege, genommen, damit es noch ein bisschen die Zimmertemperatur bekommt. Der Grill ist vorgeheizt. Zum Spargel auch, den habe ich auch schon auf dem Holzkohlegrill in eine schöne Aluform, bisschen Zucker drüber, Zitronensaft und einfach Flöckchen Butter drauf, dann eine Alufolie über diese Auflaufform und dann indirekt ungefähr 20 Minuten. Ganz easy, natürlich müsst ihr den weißen Spargel vorher schälen, ist auch klar, gut waschen und so weiter. Aber so, aber damit wir vom Zeitmanagement hinkommen, habe ich das schon vorbereitet. Genauso auch wie die besonderen Buckelkartoffeln, sage ich jetzt einfach mal. Besondere Ofenkartoffeln sind das einfach auch schon vorbereitet, damit wir im Zeitmanagement einfach hinkommen. Jetzt kommt mal mit an den Grill, zeige ich euch, wie das mit dem Steak funktioniert. Jetzt, der Grill ist vorgeheizt, sind jetzt bei 350 Grad. Noch ein bisschen das Fett. Dass uns das nicht so anbrennt. So, und dann machen wir jetzt bei diesem Stückchen 4 Minuten
pro Seite. Wenn es schön zischt, wisst ihr, dass der Grill heiß genug ist. Wir haben jetzt hier unser super saftiges Rumpsteak. Wir haben eine Kerntemperatur von 56 Grad. Wollte ich haben, dass wir so ein Medium Rare haben. Jetzt schneiden wir es mal an. Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Oh, genau so wollten wir es haben. Hammergeil. Sehr stark. Dann, ich habe es ja noch gar nicht gewürzt, habt ihr mitgekriegt vielleicht. Ich habe jetzt hier ein bisschen ganz normal Salz, habe ein bisschen smoked, grobes Salz. Das würde ich empfehlen, aber kann auch jeder möchte, wie er möchte. Und ein spezielles Zaubergewürz. Würzt es, wie ihr es am besten findet. Der Spargel ist soweit jetzt auch fertig. Die Kartoffelchen, das sind hier diese Bomberkartoffeln. Die sehen so aus, ist ganz einfach. Macht ihr einfach nur eine Kartoffel, schneidet in der Mitte durch. Einfach nur Salz drauf und dann halbe Stunde bis 40 Minuten, je nachdem wie groß die Kartoffel ist, in den Backofen. Und dann werden die so. Jetzt könnt ihr noch ein bisschen Rosmarin oder Grünzeug drüber machen, wie ihr möchtet. Hatte ich jetzt keine Lust dazu. So, der Spargel ist jetzt auch nach 20 Minuten bei Alufolie drüber. Ich habe ja gesagt, Zucker, ein bisschen Zitronensaft und Butterflocken. Und jetzt haben wir auch schön die Sud hier. 20 Minuten indirekt, perfekt. Mm, das duftet. Okay. Und jetzt, Freunde, schaut euch das an. Sieht das nicht geil aus? Das sieht echt super aus. Jetzt erst probieren wir nochmal unseren Weißburgunder. Ich habe jetzt nochmal den S im Glas. Zum Wohl. Hm. Wirklich, je mehr Sauerstoff drankommt, die Luft, das tut dem wirklich gut. Der entfaltet sich, die Aromen entfalten sich noch mehr. So, jetzt heißt es wirklich probieren. Zum einen probieren wir jetzt einfach mal unseren Spargel. Super durch, Zitrone, Butter und durch den Zucker. Mehr braucht man nicht. Jetzt die Kartoffeln dazu. Mm. Mm. Super geil. Natürlich jetzt unser Fleisch, Bivotek. Wie gesagt, erfahrt ihr mehr im nächsten Video. Und dann machen wir einfach uns ein bisschen Zaubergewürz. Mal probieren. Alter. Ich liebe diesen Scheiß. Ohne ist das lecker. Oh. Und die Kombi, wir brauchen nicht viel mit Salat oder mit Soßen, das brauchen wir gar nicht, weil mit dem Spargel, mit den Zitronen, dem Butter, das reicht dicke. Lecker. Und jetzt Maisburgunder, Gebrüder Kauer, Windesheim, auf jeden Fall. Das müsst ihr nachmachen. Das ist ein super Gericht. Perfekt. Traumhaft. Besser geht's wirklich nicht. Macht es nach. Würde mich echt freuen. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, der es übrigens kostenlos ist, über einen freundlichen Kommentar freue ich mich natürlich auch immer. Gebt mir ein Like, Daumen nach oben und denkt vor allem dran, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Ciao.